ich sag's gerade noch. Ich darf doch nicht da auf den Papa, weil ich doch ein Nachtgeist bin. Ja, ich bin doch ein Nachtgeist. Warum verstehe ich das denn nicht? Das Spiel gefällt mir nicht. Ach, denkt sich dann solche Spiele raus? Ist das dein Ernst? Nee, ich mag das Spiel nicht. Den Spielzeugtestern. Heute spielen wir Peekaboo. Von Noris Spiele. Das ist ab 5 Jahre und für 2 bis 4 Spieler. Ja, es gibt 3 Farben. Einmal grün, einmal orange und einmal lila. Das sind quasi unsere nackigen Gespenster hier jetzt gerade. Nacki. Nackedeis. Und wir haben einen Nachtgeist, der hat Sternchenaugen und hinten auf dem Rücken Sterne. Und ein Tagesgeist, der hat runde Augen und hinten Löcher. Nachtgeist, Tagesgeist. Sternchen, runde Augen. Die haben wir jetzt aber erstmal nochmal separat voneinander. Und dann haben wir hier 6 Karten. Das sind unsere Zimmer. Wir haben einen Papa, eine Mama, eine Oma, ein Baby, ein Mädchen und eine Katze. Die Katze ist am süßesten. Und es gibt immer eine Tages- und eine Nachtseite. Also wir haben hier zum Beispiel die Katze. Da ist sie wach. Das sieht man auch an dem hellblauen Rahmen. Der ist ganz schmal. Das habe ich gerade eben rausgefunden. Genau, das habe ich gar nicht vorher gesehen. Also das ist die Tagesseite. Und das ist die Nachtseite. Und wenn man aufbaut, wir haben ja orange, orange, lila, lila, grün, grün, grün. Und von jeder Karte muss eine Seite Tag sein und eine Seite Nacht. Das heißt, die Mama ist wach, ja, dann schläft der Papa. Warte kurz, das Baby ist wach, die Tochter schläft, lila, lila. Grün, die Katze ist wach, die Oma schläft. Ist überm Stricken eingeschlafen. Ja, außerdem, guck mal. Am Tag spielt die Katze mit dem Wollknäuel. Ah, stimmt. Und hier sie, ich denke, die Oma benutzt das Wollknäuel ja immer zum Stricken. Denn wenn sie fertig ist oder schläft, kriegt die Katze es wieder. Und dann haben wir hier die Peekaboo-Karten. Da kann man immer sehen, welchen Geist man nehmen muss. Hier ist es zum Beispiel an den Augen, könnt ihr sehen. Also es ist der orange Geist mit den Sternchenaugen. Das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell unseren Nachtgeist über den orangen Körper stülpen. Und der Trick ist, dass der Nachtgeist nur auf den Nachtkarten landen darf und der Tagesgeist darf nur auf den Tageskarten landen. Ja. Wir haben hier jetzt aber eine wache Katze und einen Nachtgeist. Ja, und deswegen müssen wir ausweichen auf die orange Karte, weil der Geist ist orange. Ja. Und müssen jetzt, je nachdem wer schneller ist, auf die schlafen, auf den Papa. Ja. Oh, ist das kompliziert, ne? Ja, weil der ist eben orange und er schläft. Genau, und der Nachtgeist darf ja nur auf die schlafende Karte, auf die Nachtkarte. Ja, und zum Beispiel jetzt hätte Mama einen Punkt. Genau, das wäre jetzt meine Karte. Jetzt mach du einmal. Achso, warte, jetzt komme ich wieder runter. Ja, so. Wir machen das jetzt nochmal langsam. So, wir haben jetzt einen Tagesgeist. Mit der wachen Oma. Haben wir da eine wache Oma? Auch nicht. Okay, das heißt, wir müssen. Ach so, das ist. Ja, diesmal war ich wieder schnell. Guck mal, jetzt, wo wir testen. Wir haben nämlich eben schon ein Testspiel gemacht und ich habe komplett abgelost. Weil wir haben hier den Tagesgeist und auf lila und die wache Oma. So, die Oma schläft aber und ich darf da ja auch gar nicht hin, weil ich bin ja der Tagesgeist. Also muss ich auf die Farbe vom Geist und das ist lila, also gehe ich aufs Baby. Ja, außerdem hier in der Ecke, ja, da gibt es ein orangenes Umdrehzeichen. Ja. Und das bedeutet, dass wir die beiden orangen Karten jetzt umdrehen dürfen. Genau, das heißt, jetzt machen wir eine schlafende Mama und dafür einen kochenden Papa. Das so riecht nach Lasagne. Ich muss umdrehen, ja, ne? So, wacher, oh, warte, warte. So, und ach so, nee. Mädchen. Das Mädchen, ja, schläft. Das Mädchen schläft. Ich darf da ja, ich darf ja auch sowieso gar nicht hin, weil ich bin ja ein Tagesgeist. Ja, außer, das heißt, ich habe eine Frage. Ja. Was passiert, wenn man den Geist erst auf das wache Zimmer, aber dann auf das solange du als erstes da drauf bist. Also, wenn ich zum Beispiel. Wenn du da drauf stehst und ich dödel hier noch rum und du denkst, oh, 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 oh. Und ich, ja, so drauf? Ja, klar, kannst du machen. Okay, gut.
Okay, aber wir spielen das einfach mal und ihr guckt mal, ob ihr mitkommt, okay? Ja. Weil das ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Also, ich bin nicht so schnell im Denken. Also, Hannah fällt das echt leichter. Wer fängt an? So, ich muss mich sortieren hier. So, Tagesgeist, grün, wach, Katze. So, Tagesgeist, und wache grün, Katze. Wache Katze. Die Katze ist tatsächlich wach. Ja. Und da ist kein Umkehr-Dings. Nee. Also, erste Karte an Hannah. Tagesgeist, grün, waches Baby. Das kommt, weil ich reden muss gleichzeitig. Ja. So, jetzt halte ich mal meine Schnude. Schnude. So, jetzt drehst du um. Ich habe den Nachtgeist auf grün und habe gedacht, der wache Papa, und habe ihn hier aufgestellt. Aber was haben wir gerade gelernt? Wo darf der Nachtgeist nur hin? Auf die Nacht. Meine Karte. Verdammte Axt. Ich habe keine Ahnung, wer dran ist. Jetzt war es aber richtig, ne? Ja. Jetzt ist richtig, weil jetzt, also das ist der Unterschied. Wir haben hier den Nachtgeist gehabt, der den Papa erschreckt hat. Und hier den Tagesgeist. Das heißt, hier durfte gar nicht dahin. Warte, ich denke, es gibt nur die Wachen. Du hast recht. Also ich denke, es ist egal. Hier, nur der zählt hier, denke ich. Also diese ist einfach nur die Figur. Figur. Du hast recht. Und das hier ist, denke ich, einfach nur... Das heißt, die Oma ist eigentlich, es ist völlig pups egal, ob die wach ist oder schläft. Ja. Es geht nur um das Zimmer, in dem sie sich befindet. Dankeschön. Aber ja, guck mal. Das? Ja, denke ich. So. Bitte umdrehen. Ja. Warte, nein. Ich hatte das... Ha! Ja. Dankeschön. Die Sache, wo hast du hingeguckt? Ich hatte den grün. Alles, warum? Ich hatte so gemacht, weil er in der Mitte stand. Ja, Tagesgeist. Mädchen, das Mädchen schläft ja aber, also, und da darf ich ja auch gar nicht hin, weil ich ja ein Tagesgeist bin, das heißt, ich muss auf die, also da muss man echt um die Ecke denken, ne? Warte, grün umdrehen. Oh, grün umdrehen. Warte, die Mieze schläft jetzt und deine Oma wird wach. Warte, nach. Ja, weil ich der Tagesgeist bin. Warte, nein. War das richtig? Ja, du, deine Karte. Dankeschön. Tagesgeist. Das ist irgendwie, kriege ich das nicht in meinen Kopf rein. Nacht. Ah! Verdammt, ich sag's gerade noch. Ich darf doch nicht da auf den Papa, weil ich doch ein Nachtgeist bin. Ja, ich bin doch ein Nachtgeist. Warum verstehe ich das denn nicht? Ich lose voll ab. Nachtgeist! Warum bin ich so langsam? Woran siehst du das so schnell? Ich gucke einfach die Farbe an und das Gesicht. Und dann sehe ich... Aber wozu ist denn die Oma da? Die Oma ist, falls das jetzt... Oder falls es jetzt ein Tagesgeist wäre, muss man auf die Oma gehen. Das Spiel gefällt mir nicht. Bin ich jetzt oder bist du? Ich habe keine Ahnung. Nein. Doch. Ich war zuerst. Ja, du warst zuerst. Ich habe mich darauf gestellt. Dann hatte ich zufällig Glück, ne? Ja, hattest du. Du musst es gerade nämlich denken. Ja. Jetzt darf ich nicht nach Orange gehen, sondern nach dem Baby. Weil das Baby ist ja wach und es ist ein Tagesgeist. Ja. Das ist es. Das Spiel mag ich nicht. Lila, waches Mädchen, schläft aber deswegen Tagesgeist. Boah, nee, ich mag das Spiel nicht. Wie machst du das? Keine Ahnung, ich hab dir einfach einen Gedanken. Okay? So schnell? Ich kann es auch so aufdecken, wenn du willst. Okay. Wie denkst du das so schnell? Wir machen das aber nochmal neu, weil jetzt konnten wir uns das beide... Ja, aber du hast ja trotzdem gewonnen. Top.
Egal. Ja, was ist das erste? Ja, was ist jetzt richtig? Ja, das ist richtig. Was ist richtig? Das war richtig, oder? Ja. Ach, so schnell war ich diesmal nicht. Du warst. Achso, umdrehen, orange. Ja. So. Ach, ich darf ja wieder nicht in den Tag. Jetzt du? Ja. Okay. Der warte mal. Das ist echt, das ist nicht mein Spiel. Ne? Lila umdrehen. Ja. Das ist nicht mein Spiel. Jetzt wollte ich dir schon die Karte klauen. War das jetzt richtig? Ja, das war richtig. Wir hoffen, ihr habt das Spiel soweit verstanden. Wir können ja mal durchzählen. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, alles klar. Also ich glaube, selbst wenn wir jetzt hier weiter spielen, hat Hannah definitiv gewonnen. Und wir hoffen, wir konnten euch das einigermaßen verständlich erklären. Ich finde das super. Also ja, ich verstehe es, aber es ist trotzdem super kompliziert für mich, so schnell zu schalten. 17. Wie findest du das Spiel? Als diejenige, die es kann. Gut. Als diejenige, die es nicht kann, finde ich es nicht gut. Braucht man auf jeden Fall ein bisschen Grips, ne? Und den habe ich anscheinend nicht so richtig. Ja, trotzdem ein ganz niedliches Spiel. Aber nicht meins. Ich mache extra langsam. So, Tag. Stings. Mama. Yay. So, ist auf die Mitleidstour. Auf die kann ich ja gar nicht. So, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Tschüss, Mama. Tschüss. Schnell wegpacken alles.